andere Strategie gibt, die vielleicht jemandes Kinder rettet. Könnte sein. Tut, was ihr tun müsst. Meine Unterstützung habt ihr. Ja klar, es ist Volk auf unserer Seite, weil wir dadurch weniger Opfer fordern. Fürst Sakai! Kenji, was macht ihr denn hier? Ich will den Verwundeten helfen. Aber mehr als etwas Hochprozentiges kann ich ihnen nicht bieten. Wie tröstet man jemanden, der einen Arm verloren hat? Ich weiß es nicht. Taka wusste immer die richtigen Worte. Ich vermisse den Jungen. Wie wir alle. Ruht euch aus. Ich versuch's. Ich würde mit dem Mönch gerne nochmal sprechen. Ja, Eisen und so ein Kram brauchen wir jetzt auch nicht zwingend. Nochmal. Übt weiter. Sensei. Fürst Shimura möchte die Brücke reparieren. Angriff bei Sonnenaufgang. Ein solches Wagnis erwartet der Khan nicht. Wenn wir zögern, kostet uns das mehr Leben. Es gäbe eine andere Lösung. Eine, die den Ehrenkodex eures Onkels verletzt? Eine, die Menschenleben rettet. Seid vorsichtig, Sakai. Ihr seht das anders? Das sagte ich nicht. Es ist mir eine Ehre, an eurem Boden zu arbeiten. Ja, meine Bögen hast du super erfüllt. Die Frage ist, wo ist jetzt der Mönch? Mit dem würde ich gerne noch einmal sprechen, mit dem guten Mann. Vielleicht Hundehaare an der Lösung oder vielleicht hat er Arana Ansicht. Tsushima trauert um euch. Fürst Sakai. Norio. Kann ja ab sofort versuchen, ein bisschen mit Akzent zu babbeln. Die Explosion nicht, warf mich zu Boden und trug diese tapferen Krieger ins Jenseits. Wir bestatten sie angemessen, sobald uns die Burg wieder gehört. Gibt es denn noch eine Chance? Es gibt immer eine Chance. Verliert nicht die Hoffnung, Norio. Niemals, mein Herr. Gut. Dream Team, Grav und Yuna rocken. Wir werden ja schon. Ihr hat schon einen Plan. Sie flicken die Brücke auf Befehl deines Onkels. Fürst Shimura will seinen Plan durchsetzen. Egal wie viele Leben es kostet. Diese Menschen kamen zum Kämpfen her. Für dich. Wie viel Wolfswurz findest du in einer Stunde? Ein paar Handvoll. Sprich mit den anderen. Jeder soll sammeln, so viel er kann. Du willst die Mongolen vergiften? Ich schleiche mich in die Burg und gebe es in ihren Trunk. Soll der Khan an seinem eigenen Blut ersticken? Dein Onkel wird es herausfinden. Ich weiß. Taka hat etwas für dich gemacht. Ich wusste nicht, ob du es willst. Doch jetzt, falls was passiert. Wird es nicht. Er würde es so wollen. Das ist unsere ganze Wolfswurz. Wird das ausreichen? Dafür sorge ich. Ein Geschenk von Taka, um die Taktiken des Geistes zu unterstützen und das letzte Werk eines guten Freundes. Oh, das behalte ich. Wenn ich den Turm erreiche, kann ich die Truppen des Khans ausspähen. Einen Weg finden, sie zu vergiften. Ich meine, wir können schon solche Fleischskills machen, warum nicht nutzen? Hm? Onkel. Und ja, ich weiß, es ist nervig. Autsch. Ich kann auch nicht tot hüpfen.
Wie hat euch eigentlich Streamlight Valley gefallen gestern? War ja nicht so aufregend, ne? Nein! Oh. Ja. Hallo, ich will nach oben. Okay. Ja. Kann man das überhaupt mit einem Sprung schaffen oder soll man da ein bisschen... Weiß nicht. Ich hab so das Gefühl. Dass man das nicht dauerhaft packen soll. Dass man da nochmal Schwung holen sollte oder so. Irgendwie sowas. Natürlich versuchen hier lang zu gehen. Oder ich will nach oben. Ich schalte die Wachen lieber leise aus. Dann kann ich von oben alles ausspähen. Ja, da oben stehen noch Leute. Frage ist nur, wie komme ich da hoch, ohne großartig gesehen zu werden? Die Wachen sind ja jetzt down. Und viel anders da komme ich da auch nirgends ran, okay. Dann muss ich wahrscheinlich raus. Ah, okay, da ist eine Leiter. Muss ich aber gucken, wie ich das ordentlich mache. Keine Lust, dass mich... Das ist nur der hier. Ups. Obwohl, war gar nicht, vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Der Turm ist geräumt. Wie kann ich sie jetzt alle am besten verkiften? Gartenpfad. Schwach verteidigt, gute Deckung.
Da komme ich rein, ja. Ein Strohhut. Ryoso, natürlich ist er hier. Sie halten ein Festmahl. Ich vergifte die fermentierte Milch des Khans. Seine Armee trinkt den Ayrak und ich töte die Überlebenden. Aha. Befestigte Anlagen, Sprengstoff. Mein Onkel führt uns in ein Massaker. Jetzt zum Ayrak, ohne dass jemand Alarm schlägt. Besser den Gartenpfad nehmen. Hatte ich vor. Frage ist nur, wie komme ich zum Gartenpfad? Ohne dass es Ärger gibt. Ich glaube, ich soll hier nicht sein. Ich bin leicht überfragt. Obwohl, warte mal, vielleicht kann ich von oben. Vielleicht kann ich ja von oben runterspringen. Hier sind noch ein paar Vorräte. Ich glaube nicht, dass ich die jeweils brauchen werde. Darf ich nur keiner sehen hier? Unglaublich realistisch das war. Ich habe mich jetzt hier an diesen Stacheln bewegt, mich an den Stacheln verletzt. Nutze zwischen Dächern gespannte Balance-Seile, um dich überein. Gut, der bleibt oben liegen. Das ist ganz. Das gefällt mir persönlich. Ich hätte da theoretisch rüber gekonnt. Ich weiß halt nicht, wie weit der jetzt dahin geht. Okay, das hat keinen gestört. Das ist nicht so optimal.
Jetzt zu ihrem Festmahl. Die Getränke vergiften. Läuft ganz gut. Okay, da komme ich jetzt nicht rein, ne? Das bedeutet, ich muss da schon irgendwie hin. Warum kann ich... Ihr merkt sicher, dass ich jetzt sehr angespannt und sehr ruhig bin. Das liegt einfach daran, dass ich nicht weiß, wo ich lang soll. Hier speichern, so ein Schnellladespielstand oder so. Ich habe nämlich keine Lust, es zu verkacken und den ganzen Scheiß neu zu machen. Kommt ihr wieder? Das habe ich mir gedacht. Würde ich mal einen Spielstand laden, um genau dort wieder anzufangen. Verkackt. Ich kann mal kurz Bibi machen.
So. Icy, was zu knabbern. Und eine Runde Ghost of Tsushima. Jo, ihr Lieben, könnt ihr mal sagen, wie ich mich so anstelle? Ist natürlich jetzt blöd, nachdem ich jetzt zweimal neu laden muss und verkackt habe, sozusagen. Ich probiere sie jetzt mal hier lang. Ich verstehe nicht, wo man lang muss. Das ist mein Problem. Ich verstehe es einfach nicht. Der weg ist, müsste der andere mir eigentlich keine Probleme mehr machen. Oh, komm schon. Die sind nur in Alarmbereitschaft. Kommen die wieder? Gibt es nur bestimmte, die man killen kann? Ich habe so das Gefühl, ja. Interessant. Dass das theoretisch mit dem Bogen gar nicht geht. Ich habe keine Ahnung, wie und wo ich da lang soll. Habe ich nicht irgendwas zum Ablenken? Ja, habe ich. Windglocke. Das wäre eine Option, ja. Habe ich gar nicht gedacht. Hindwen, halach wie wein. Das war dumm. Warte mal, könnte ich den theoretisch...
Steven! Hindwen! Hanun! Arachbau, das Nau! Oh, leck mir doch den Hodensack wund, ey. Oh, Mann. Das ist so eine... Ich finde, man hat es ein bisschen zu arg, ein bisschen zu extrem übertrieben. In diesem ganzen Klimbim. Vor allem kommen die halt, du kannst dich halt anstrengen, wie du willst, die kommen halt wieder. Weil der Spieler einfach sagt, ja, pf, nö. Darfst halt wirklich nur ein paar auskillen und die sind halt nicht mal markiert. Dann wäre es ja wenigstens machbar. Die einfach nur nicht entdeckt werden. Oh Mann, wie dumm ist das denn? Man kann es übertreiben mit dem Spiel. Hatte ich gerade einen Run, weißt du, und dann so eine Scheiße.